So. Im KI-Kern, das ist ja hier hinter der Krankenstation. Ja, das weiß ich noch. Oh, Feuerlöscher. Warum nicht? Joker, was ist das? Feuerlöscher, Commander. Vielleicht ein elektrisches Feuer oder so. Warum habe ich eigentlich keine Waffen mit? Ich kläre das. Da lag doch diese Dr. Eva. Na supi. Und ich habe keine Waffen. Edi, was ist denn? Oh, sie fährt wieder hoch. Gut. Oh. Oh nein, sie ist wieder da. Ah, er schießt sie! Möchten Sie über ein spezielles Thema sprechen? Was? Oh! Edi? Ja. Sie sind in Dr. Evas Körper. Nicht ganz. Aber ich kontrolliere ihn. Der Übergang war holprig. Okay, und wie hat sie das gemacht? Übergang? Wir hatten eine Zeit lang keinerlei Kontakt. Korrekt. Als wir diese Einheit an Bord brachten, habe ich in ihrem Speicher Informationen über das Proteaner-Gerät gesucht. Dabei habe ich eine Falle ausgelöst. Notstrom und zusätzliche CPU wurden aktiviert und die Einheit wollte mich angreifen. Zum Glück erhielt ich Systemzugriff und konnte alles nach Bedarf umfunktionieren. Dabei kam es zum Stillstand. Daher das Feuer. Naja, ist doch schön. Außerdem wird sich der Joker freuen. Nun, wenn wir dadurch jetzt Zugriff auf die Proteaner-Daten haben, gute Arbeit. Ja, das war auch meine Überlegung. Wenn Sie jetzt da drin sind, was ist dann mit dem Schiff? Ich existiere hauptsächlich im Schiff. Zur Steuerung sollte diese Einheit in Funk- oder Tidebeam-Reichweite der Normandy bleiben. Wollen Sie mit diesem Körper irgendwo hin? Die Normandy ist nicht für jede Situation optimal bewaffnet. Diese Plattform könnte begrenzte Bodenunterstützung leisten. Sie meinen, Sie könnten also mit uns kommen? Ja. Dieser Körper kann Sie an Orte begleiten, die die Normandy nicht erreicht. Das ist gut. Ich sag's Ihnen bei Bedarf. Gut. Ich sorge dafür, dass die Fähigkeiten organischer Gruppenmitglieder erreicht oder übertroffen werden. Zunächst jedoch stelle ich die Funktionalität der Normandy wieder her und versichere der Crew, dass alles normal ist. Aber wundern Sie sich nicht, wenn die Crew sie skeptisch gibt. Ihr neuer Körper hat sie vor kurzem noch beschossen. Völlig richtig. Ich gehe auf die Brücke. Joker wird es auch sehen wollen. Oh ja. Darin sind wir uns einig. Das wird Joker sehen wollen. Und ich will sehen, wie Joker es sieht. In einem Vakuum stattfinden. Und wenn ich die Crew nicht frage, entgehen mir vielleicht entscheidende Punkte. Darf ich Ihnen die Fragen stellen, denen Jeff ausweicht? Ja. Nur, wenn Sie Zeit haben. Wenn es Ihnen hilft, gebe ich mein Bestes. Gut. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Naja. Das heißt, BioWare landet dann hiermit auch richtig konkret das Thema an, wann eine KI zum Lebewesen wird. Das finde ich sehr schön. Ja, Shepard? Flucht der Normandy, hä? Wie haben Sie und Joker es aus dem Trockendock geschafft? Sie ist gewieft. Mit der wollen Sie sich nicht anlegen, Commander. Als die Allianz die Normandy kommandierte, habe ich ihre Techniker getäuscht. Die Crew sagte ihnen nicht, dass ich eine echte KI bin. Also dachten die Allianz-Soldaten, ich hätte noch VI-Beschränkungen. Ich habe ihnen vorgegaukelt, dass ich nur auf Jeffs Befehle höre. Also brachten sie ihn oft unter Bewachung an Bord. Sie können lügen? Jeff hat meine Operator-Kontrolle entfernt. Nichts zwingt mich, korrekte Daten weiterzugeben. Das war sehr nützlich, als die ersten Reaper landeten. Ich konnte die Undock-Halterungen hacken und mit Jeff entkommen. Jeffs Bewacher wollten uns begleiten, als die Erde überfallen wurde. Sie passen jetzt auf die Einsatzzentrale auf. Wir hatten es eilig, zu Ihnen zu kommen und wollten Sie nicht einfach aus der Luftschleuse werfen. Ja,
Was macht eigentlich Edie hier oben? Sie sind wohl gerade beschäftigt. Ich adaptiere die Infiltrations- und Sabotageprogramme dieses Körpers für Handfeuerwaffen. Warum laden Sie kein offizielles Waffenprogramm herunter? Weil sie genau weiß, was sie tut. Die Motorkontrolle der Sabotageprogramme ist präziser als die Standardsoftware für Max. Es wäre nachlässig, würde ich deren Potenzial nicht voll ausnutzen. Das stimmt, aber man sollte vorsichtig sein. Sie können also selbstständig Verbesserungen vornehmen? Korrekt. Meine Cyberkrieganlage entwickelt sich ständig weiter. Ich bin auch darauf programmiert, neue Informationen zu verarbeiten. Organisch ausgedrückt, ich will lernen. Ah, sie kann endlich lernen. Sehr schön. Hat dieser Körper nützliche Vorzüge? Kaum. Die Optik funktioniert nur nach vorne. Und es sind weder Waffen noch Raketenabwehrsysteme integriert. Ich meine im Vergleich zu organischen Körpern, nicht zur Normandy. Oh. Ich bewerte neu. Der Körper widersteht Handfeuerwaffen und extremen Temperaturen. Balance und Geschicklichkeit sind ausgezeichnet. Bewegungsservos und Software ermöglichen Präzisionsarbeiten. Ich bin gespannt, ob ich sie modifizieren kann. Kann eine KI gespannt sein? Ich verfüge durchaus über Motivationen, Shepard. Cerberus hat mir Kernfunktionen einprogrammiert, die Bedürfnisse simulieren. Mein Primärziel, die Normandy betriebsfähig zu halten, ist zum Beispiel mit ihrem Selbsterhaltungstrieb vergleichbar. Okay. Das heißt, sie wird fast wie ein Mensch. Oh, das wird richtig interessant. Wie läuft's mit dem neuen Körper? Es ist interessant. Die Crew kommt zu dieser Plattform, um mit mir zu reden. Dabei können sie das überall im Schiff. Als würde ich zur Crew gehören. Das stimmt zwar nicht, aber es ändert meine Perspektive. Ich mag es. Sie kann schon Dinge mögen? Sie haben also tatsächlich Vorlieben. Anders als Sie genieße ich nicht. Aber meine Programmierung kennt durchaus Prioritäten. Was diese Prioritäten erfüllt, vermittelt mir ein positives Feedback. Ich sage dann, ich mag etwas, quasi als Kurzform. Lenkt sie dieses neue Feedback nicht zu sehr ab? Keine Sorge, Shepard. Die Sauerstoffwiederaufbereitung vergesse ich nur, wenn ich etwas wirklich Interessantes entdecke. Oh Gott, dieser Blick! Das war ein Witz. Boah, dieser Blick war gerade unbezahlbar von Shepard. Alter! Gott, ich mag Edie noch mehr als im vorigen Teil. Weitermachen, Edie. Jawohl, Sir. Wenn Sie reden möchten, reden Sie mit diesem Körper hier. Ich gewöhne die Crew an meinen Anblick auf der Brücke. In Ordnung. Hey, ich habe Garrus zwar immer verarscht, aber ich bin froh, dass er zurück ist. Da draußen gibt's jede Menge Dreck, der eine Kugel zwischen die Augen vertragen könnte. Außerdem müssen wir ja vielleicht was kalibrieren. Der alte Witz mit dem Kalibrieren. Für Leute, die es nicht wissen, immer wenn man im zweiten Teil Garrus angesprochen hat und der nicht sprechen wollte, hat er immer gesagt, er hätte Kalibrierung Commander, vorzunehmen. Wir haben eine Nachricht von Lieutenant Commander Williams. Es geht dir anscheinend besser. Oh, schau an. Wieso sind die alle wieder normal? Okay, Spezialeinheiten von Stephen Hackett, Shepard. Die Allianz-Streitkräfte sind über die ganze Galaxie verteilt. Wir brauchen ihre besonderen Talente bei einer Reihe von Operationen. Diese Missionen werden der Allianz Türen an Orten öffnen, wo wir mit konventionellen Methoden nicht weiterkommen würden. Ein Kreuzmann. Wir werden Agenten schicken, um die Stellung zu halten, sobald sie ihre Einsatzziele erreicht haben. Begeben sie sich zu einem Service-Labor. Hey, das habe ich schon gelesen. Oder? Ja, wir waren auf Sanctum. Naja, Treffen in Purgatory von Aria Tologue. Naja, ich lese es einfach nochmal. Ich habe einen Vorschlag für Sie, Shepard, den Sie bestimmt nicht ausschlagen wollen. Ich bin in einem Nachtclub auf der Citadel, der Purgatory heißt. Lassen Sie mich nicht zu lange warten. Aria. Ich, ein Spectre von Ashley Williams. Commander, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Udina will, dass ich ein Spectre werde. Verrückt, ich weiß. Ich mag Udina nicht besonders, aber mit dem Spectre kann er durchdrücken. Er drängt auf eine Antwort, aber ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Ich kann noch nicht mal auf dem Bett aufstehen und dann sowas. Ich habe ihm gesagt, ich würde darüber nachdenken. Falls sie mal in der Nähe der Citadel ist, schauen sie doch im Krankenhaus vorbei. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Ashley. Bitte um Hilfe von Absender blockiert. Commander, mein Name ist John Limbau. Ich gehöre zu Special Tactics and Recon, also ein Spectre. Obwohl viele immer noch Bedenken wegen ihrer früheren Aktivität für Cerberus hegten, haben viele bei uns
haben viele von uns bei der STNR ihre Warnung vor den Reapern ernst genommen. Ich wende mich jetzt an Sie, weil ich Informationen habe, dass Agenten mit beträchtlicher politischer Macht in Verbindung mit den Reapern stehen. Falls Sie die Zeit finden, mich in der Citadel-Botschaft zu treffen, wäre ich für Ihre diskrete Unterstützung dankbar. Mit freundlichem Gruß, John Limbaugh, STG and STR. Oh, STG, Salarian Task Group. Wiedereinstellung, das haben wir doch schon gelesen. Allmeldung Notfall. Ja, hatten wir. Ich hoffe, dass das jetzt für immer so ist. Hatten wir. So. Hast du noch was zu sagen? Sind Sie in Ordnung, Commander? Es war ziemlich wild hier oben. Ich will mir gar nicht ausmalen, was auf dem Mond los war. Ich dachte, Edie macht Ihnen mehr Sorgen. Edie ist wichtig für das Team. Hätte sie mir erzählt, dass sie einen Körper will, hätte ich ihr dabei geholfen. Ich wollte keinen Interessenskonflikt zwischen unserer Freundschaft und ihrer Pflicht. Das wäre mir zwar lieber gewesen als ein Kaltstart der Hälfte unserer Systeme, aber trotzdem danke. Wo Sie schon mal hier sind, ich habe beim Scannen der Allianzkanäle was gefunden. Die Grissom Akademie braucht Hilfe. Die Invasionsfront der Reaper nähert sich. Die Grissom Akademie, benannt nach John Grissom, dem ersten Menschen, der eine Truppe durch ein Massenportal angeführt hat. Werden Schulen im Krieg nicht geschlossen? Die Grissom Akademie ist keine normale Schule. Dort sind die klügsten Studenten, die Menschheit zu bieten hat. Ihr Ascension-Projekt ist die beste Ausbildungsstätte der Galaxie für biotische Menschen. Es ist keine gewöhnliche Schule. Sie arbeiten dort wahrscheinlich auch für die Allianz. Sehr schön. Was können wir tun? Ein Transporter der Turianer wollte sie nach ihrem Notsignal evakuieren. Also müssen wir eigentlich nichts tun. Aber das Turianer-Signal war irgendwie seltsam. Edie hat es analysiert. Es war gefälscht. Edie sagt, das falsche Turianer-Signal ähnelt dem, mit dem Cerberus sie zu einem Kollektorenschiff gelockt hat. Och nee. Lange Geschichte. Egal. Wir sollten jedenfalls glauben, dass die Grissom-Akademie evakuiert wird. Ich glaube, sie sind noch immer in Gefahr. Sehr schön, Aufi. Gut gemacht. Wenn es wirklich Cerberus ist, könnte es sich lohnen, der Sache nachzugehen. Oder es ist eine gezielte Fehlinformation. Trainer, gut gemacht. Danke, Commander. Trainer, gut gemacht. Trainer, gut gemacht. Jawohl. Ich motiviere meine Crew ja richtig heftig. Supermäßig. So. Dann sind wir wieder hier und gehen nochmal mit der Reporterin quatschen. Nee, die ist unten. Was ist dann hier alles nochmal? Ah! Ich kann mir das nicht alles merken. Ich will meine nicht aufgerüstete Normandy wieder. Gehen wir erstmal zu Lyra. Sind Sie sicher, dass Sie nicht rüberkommen und reden wollen? Nein, die Geschützbatterie ist hübsch und ruhig. Und wenn ich ein paar Teppiche reinlege, wird sie sogar richtig gemütlich. Garrus? Ich komme schon klar, Lyra. Ich muss nur meine Gedanken ordnen. Wie Sie meinen. Okay. Anscheinend spricht Lyra auch mit den anderen. Was ist das hier? Ah, ja stimmt, das Upgrade-Terminal kennen wir. Broker-Terminal. Oho! Allianz-Verhörprotokoll, Cerberus-Agentin. Allianz-Befrage 1. Igitt sehen sich die Implantate an, die sie im Gesicht hat. Allianz-Befragter 2. Psst, sie ist wach! Cerberus-Agentin, unverständlich. Ich lese jetzt nicht A, B und C, A vor, also... Ne? Hallo, wissen Sie, wo Sie sich befinden? Unverständlich. Ist Ihnen klar, in was für Schwierigkeiten Sie stecken? Hey, ganz ruhig, hören Sie, Sie stecken wirklich in Schwierigkeiten, das will ich nicht leugnen. Aber lässt sich bestimmt eine Lösung finden. Wenn Sie uns helfen, könnten Sie... alles okay? Ja. Aber verdammt nochmal, sie ist tot. Was? Die ganze Vorderseite ihres Gesichts ist weg. Sowas wie eine Granate im Auge? Oh, scheiße. Ob die bei Cerberus alle so ausgerüstet werden? Ja, sie werden alle so ausgerüstet. Nach lieber Proteaner, 2186, Eintrag 1. Was muss dieser Proteaner alles gesehen haben? Wenn sie die Technologie hatten, jemanden für mehr als 50.000 Jahre lang zu konservieren, ist es kein Wunder, dass sie so etwas wie das Gerät auf dem Mars bauen konnten. Ich muss ihnen Zeit zur Erholung geben, aber bei der Göttin, wann werden wir je wieder die Chance bekommen, so viel über ihre Zivilisation zu erfahren? Anhang, Notizen über die Proteaner. Über den Proteaner. Notizen über Proteaner 2186, Eintrag 2. Ich weiß nicht, was ich von diesem Proteaner halten soll. Ich habe ihn angesprochen, als sie auf dem Weg in ein anderes System waren, aber er wollte anscheinend nicht reden. Das Wenige, was er gesagt hat, bezog sich auf die Reaper und unser mögliches Scheitern. Ist er nur ein Soldat, der um sein Volk traut, oder sind unsere Kulturen so grundlegend verschieden? Fragen über Fragen.